Viele HausbesitzerInnen wünschen sich mehr Lichteinfall durch ein Dachfenster, das sowohl ihnen selbst als auch den Kleinsten der Familie viel Ausblick bietet. In so einem Fall ist es natürlich sinnvoll, den gesamten Platz vom Boden bis zur Decke hin zu nutzen. Aber ganz wichtig ist es dabei, weder den Hitzeschutz noch die dazu passenden Rollläden zu vergessen. Velux hat die perfekte Lösung parat, die ich mir heute mit einem Fachexperten gemeinsam ansehe. Hier ist auch schon Dominik von Velux, aber bevor wir anfangen, wie realisiere ich denn jetzt die optimale Belichtung in einem Raum mit möglichst wenig Aufwand? Ja, durch unser Zusatzelement GIU, das unser Dachfenster zum Boden hin verlängert, erreichen wir es mit unserer Velux Lichtlösung Lichtband, einen riesigen Ausblickswinkel zu erreichen, inklusive natürlich einem fast doppelten Lichteintrag bei Dachflächen mit einer durchgehenden Dachschräge. Okay, bedeutet, ich kann das, wie du schon erwähnt hast, in Dachflächen einbauen. Wo überall eignet sich dann dieses Fenster und diese Lichtlösung ganz konkret und wo zeigen wir es heute beispielhaft? Ja, prädestiniert natürlich bei Dachflächen mit einer durchgehenden Dachschräge bis zum Boden hinunter. Mir fällt da sofort ein Kinderzimmer, natürlich auch die Kleinen möchten nach außen schauen können. Alle Wohnräume sind natürlich problemlos möglich. Grandios. Und was sind jetzt die konkreten Vorteile für einen installierenden Handwerker? Ja, als erstes natürlich mal haben wir riesige durchgehende Glasflächen durch nur sehr schmale Übergänge vom Ober- und Unterelement. Es ist optimal vorbereitet, diese Lichtlösung, für außenliegenden Hitzeschutz und auch für innenliegende Sonnenschutzprodukte. Des Weiteren natürlich optimal vorbereitet für unser Velux Infutter. Wir haben einen tollen Ausblick nach unten hin, natürlich. Es ist auch so, dass wir beim Oberelement, beim Dachfenster, die Wahl haben zwischen einem Schwingfenster oder einem Klappschwingfenster. Mhm. Und jetzt geht's ans Eingemachte, die Schritt-für-Schritt-Anleitung unserer wärmegedämmten und natürlich auch abdunkelbaren Lichtlösung von Velux. Wir zeigen euch, wie es funktioniert. Wie starten wir, wenn die Luke schon vorbereitet ist? Ja, wie gesagt, die Rohbauöffnung wurde erstellt. Wir müssen ja Dachfenster nach den Anforderungen des ZVDH einbauen. Dazu gehört auch, dass wir sie wärmegedämmt einbauen. Deshalb starten wir mit unserem BDX-Dämm- und Anschlussset. Als erstes müssen wir für die richtige Dämmung sorgen. Dazu nehmen wir das Dämm- und Anschlussset des BDX aus dem Eidegram EDW 2000er Set und verbinden es mit dem BDX WK34 Seitenteil. Diesen setzen wir in die Öffnung ein. Danach können wir schon das GIU-Unterelement und das GPU-Klappschwingfenster-Oberelement vorbereiten. Dafür montieren wir seitlich und unteroberhalb die Montagewinkel. Wir starten mit dem Einbau des GIU-Unterelements, setzen es in den BDX-Rahmen ein, richten es mit der Wasserwaage aus und befestigen es. Anschließend können wir das GPU-Oberelement aufsetzen. Auch da wichtig, dass wir es richtig ausrichten und können dann beide passgenau verbinden, indem wir durch das Unterelement in das Oberelement die Rahmenbefestigung vornehmen. Jetzt sorgen wir für den regensicheren Anschluss an die Dachdeckung. Dafür nehmen wir unseren Standard-Eindeckrahmen EDW 2000 und erweitern ihn um die Teile des ETW. Um einen optimalen Einbau zu gewährleisten, haben alle Bleche eine Nummerierung. Diese Nummerierung in Verbindung mit unserer Velux-Einbauanleitung sorgt für einen optimalen Sitz und Passgenauigkeit. Dominik! Das sieht mir nach einer fertigen Velux Lichtlösung Lichtband aus. Im Grunde könnten wir das genau so jetzt lassen und die neuen HausbesitzerInnen freuen sich über mehr Lichteinfall auf ihrem Dachboden. Gleichzeitig haben wir aber noch ein paar Fragen zu beantworten. Zum einen, wie gewährleistet ihr jetzt wiederum die absolute Winddichtigkeit und auch Regensicherheit hiermit? Ja, die Regensicherheit haben wir natürlich dadurch, dass wir die Unterdeckbahn bis Oberkante Traglade hochgeführt haben, nach den Vorschriften des ZVDHs ausgeführt und auch die Winddichtigkeit durch Abkleben der Ecken mit unserem Winddichtigkeits-Set ZZZ 196 vollkommen erfüllt. Das ist wichtig, so kommt auf jeden Fall nichts durch. Und wenn wir jetzt auf die Größe dieses unglaublichen Fensters gucken, haben wir aber auch hier Spielmöglichkeiten, oder? Ja, natürlich. Wir haben hier die Größe MK08 eingebaut, das heißt
ein Dachflächenfenster in einer Breite von 78 cm und in einer Länge von 1,40 m. Es wäre natürlich aber auch möglich, dass wir schon ab einer Breite von 66 cm die sogenannte FK-Größe bis zur sogenannten UK-Größe mit 1,34 m Fenster verbauen können. Und nicht nur die Größe ist variabel, sondern auch die Varianten, in denen ich dieses Fenster montieren lassen kann. Wie gesagt, das obere Fenster ist in den Möglichkeiten Schwing oder Klappschwing möglich und natürlich auch, wir haben die verschiedenen Varianten einmal in Elektrobetrieben und auch Solarbetrieben. Fantastisch. Und jetzt kommt zum Grande Finale noch die Erweiterungsoption, denn wir möchten ja bei so einem großen Fenster trotzdem die Hitze draußen lassen im Idealfall und auch Abdunklungsmöglichkeiten schaffen. Wir haben diverseste Möglichkeiten für innenliegenden Sonnenschutz, zum Beispiel Verdunklungsrollos oder Plissés, die natürlich auch in Solar- oder Elektrovariante oder auch natürlich außenliegenden Hitzeschutz, wie zum Beispiel Rollladen oder, was wir jetzt machen, die Hitzeschutzmarkiseverdunklung. Und genau diesen außenliegenden Hitzeschutz, den zeigen wir jetzt noch einmal in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Beim Unterteil ist es so, dass wir zwei Bleche entnehmen müssen. Auch die Abdeckung der Rinne wird entnommen. Beim oberen Teil, beim Dachfenster, können wir uns den Namen der Bleche sparen. Das heißt, im geöffneten Zustand können wir die Haltearme wunderbar montieren. Das Ganze natürlich wird vorgebohrt durch die seitlichen Abdeckbleche. Dann werden die Haltearme mit Butyl wieder montiert. Dann wird der sogenannte Topkasten der Hitzeschutzmarkise aufgesetzt, eingeklipst. Die Führungsschienen führen wir den Topkasten ein. Die werden dann von unten noch mit zwei Schräubchen gesichert. Dann wird das Ganze im unteren Bereich eingeklipst, die Führungsschienen. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir die Hitzeschutzmarkise in Betrieb nehmen können. Das sieht super aus, Dominik. Was ist denn jetzt der langfristige Nutzen durch den Einbau genau dieser Lichtlösung? Wir haben perfekten Ausblickskomfort durch den nahezu bodentiefen Einbau. Wir haben einen genialen Lichteinfall auch in die Tiefe des Raumes. Unsere Velux-Lichtlösung Lichtband hat 10 Jahre Garantie. Unsere Kunststofffenster aus Polyurethan sind feuchteunempfindlich und extrem pflegeleicht. Und wir haben einen effektiven Hitzeschutz kombiniert mit optimaler Verdunklung. Vielen Dank fürs Zeigen und ich fasse jetzt nochmal für uns zusammen. Das Ergebnis unserer Montage der Velux Lichtlösung Lichtband ist eine fast durchgehende Glasfläche. Und dabei ist es völlig egal, ob vorher schon ein Dachfenster eingebaut war oder ihr ein komplett neues etablieren möchtet. Und die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Mehr Lichteinfall, mehr Ausblick und die Wahl zwischen 4 Varianten. Und diese sind Elektro-, Solar-, Schwing- und sogar Klappschwingfenster. Und natürlich, wie bei jeder Velux-Lichtlösung, habt ihr die Möglichkeit, die Verglasung individuell an eure Bedürfnisse anzupassen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle, wo wir uns das kommende Projekt vornehmen.